Da bin ich wieder. Ja, gleich zum zweiten Teil von Maple Story immer noch oder ja weiterhin und immer noch mit unseren drei lieben anderen Gastkommentatoren, namentlich erwähnbar Mr. Möhr. Hallo. Hallo. Der übrigens auch LPR ist. Hallo, ich bin auch LPR. Dann haben wir noch den Dake Jasra, auch bekannt Mexican Dake. Roxas. Meine Doppelidentität. Und den Hase W. Hallo. Hallo. So, der ist nicht leicht. Ja, aber nichts mit uns zu tun haben will. Ja, wenn man rassistische Witze bringt, dann ist man. Ja. Ist man unten durch. Aber ist ja auch richtig so, dass man da unten durch ist. So, warum bin ich jetzt hier? Wie wir sehen können, habe ich ein Level-Up erhalten in der Zeit, wo ich jetzt die Videos schnell rüberziehen muss auf meine externe. Und habe in der Zeit ein Level-Up erhalten und möchte euch jetzt zeigen, wie stark man schon am Anfang ist. Wir sehen hier, ich bin dieser kleine süße Knupsel mit diesem süßen Speer in der Hand. Und da kommt so ein kleines Felfi auf mich zu und macht bumm, 120 Schaden mal eben so. Der Aran ist zumindest jetzt, wie ich es gerade sehe, verdammt eklig stark am Anfang. Wie später aussieht, weiß ich nicht. Ja, Dick sagt er gerne mal overpowered, wie in LOL, wenn er einmal besiegt wird. So, auf jeden Fall. Schreibst du vor einen Bericht? Ja. Warum mache ich auch noch so viel Schaden? Weil ich habe mir auch noch schnell ein paar Items rüber gemult. Also das heißt, man packt Items in eine Box und holt die sich mit seinem Charakter wieder ab. Und das wären unter anderem der Piratenring, den man nur bekommen hat in einem bestimmten Zeitraum, als die Piraten gerade erschienen sind. Das ist die höchste Stufe des Ringes mit alles 3, HP und Waffenangriff und schlechte Waffenangriffshandschuhe mit plus 6 Waffenangriff. Aber Hauptsache erstmal, damit ich ein bisschen am Anfang stärker bin als Hayes. Das schon. Es tut schon verdammt gut, einfach besser zu sein als Hayes. Das, ja. Ich habe das auch schon gemacht. Ist zwar schwer, besser als Haste zu sein, aber... Ja, sobald man mit den LPs anfängt, merkt man das gar nicht so schwer. Und jetzt wollen wir unsere ersten Quests machen, bevor wir es uns hier bei unseren ehemaligen guten Freunden verscherzen. Und machen nun das Tutorial-Level. Also gehen wir wieder nach links, treffen hier diesen kleinen Bambus-Pinguin und den Negakus-Mongolippen-kleinen... Ich hab nicht mehr die Quest hier von Theo, die ist auch mal weg. Nein, echt? Okay, schade. So, dann gehen wir weiter nach links. Fick dich, Spiel. So, hier haben wir den Lagerinhaber. Ich erkläre jetzt mal ein bisschen weiter. Guckt euch mal die süßen Pinguine hier hinten an. Was machen die denn? Oh Gott, die tragen Kisten in das Iglu. Gott, sind die süß. Ich liebe sie. Gott. Und hier haben wir auf jeden Fall den Puster. Das ist der Lagerinhaber. Wenn wir da einen Doppelklick drauf machen, sehen wir so, oh, wir können hier unser Opalerz oder Topazerz. Also ich könnte jetzt hier zum Beispiel eine Eisenkugel reinpacken, die ich gefunden habe. Und wenn ich mich jetzt mit einem anderen Charakter auf denselben Account einlogge und auch dort zum Lagerinhaber gehe, könnte ich diese Eisenkugel wieder herausholen. So. Auf jeden Fall das schnell erklärt. Oh, wir können jetzt übrigens das Snowboard ausrüsten. Nicht, noch nicht. Nein, habe ich Schwachsinn erzählt. Gut. Weiter haben wir hier den Händler. Wenn wir da einen Doppelklick drauf machen, verkauft er uns halt so Sachen wie Heiltränke für HP, Heiltränke für MP, Schnelligkeitstränke, damit man mehr ausweicht, Geschwindigkeitstränke, damit man sich schneller bewegt, magische Tränke, damit man mehr Schaden mit Magieangriffen macht, Kriegertrank, damit man mehr Schaden mit normalen Angriffen macht und Scharfschützentrank, damit die Genauigkeit steigt. Und halt auch Rückkehrschriftrollen, die ziemlich nützlich sind, weil wenn man einfach mal in dieser riesigen Welt weit gelaufen ist, benutzt man einfach so eine Rückkehrschriftrolle und ist dann wieder in der nächsten Stadt. Den Herzasbecker, das ist ein Event-Kack-Ding. Hier kann man sich halt sowas kaufen, Geschenkkorb, ach, keine Ahnung. Habe ich nie benutzt. Hier haben wir einen Waffenhändler, der halt uns so Waffen verkauft, die wir eventuell benutzen können, aber ja, ich brauche hier nicht wirklich was. Wir können es auch neu anziehen. Ich kann jetzt meine schönen Aran-Krieger-Sachen ausziehen, mir einfach ein Unterhemd und ein Schlauchobert. Ach nee, ich bin kein Weibchen. Ja, auf jeden Fall sowas. Dann haben wir hier Paketlieferservice. Das erkläre ich ein andermal. Der Maple-Administrator, der immer mal wieder für uns Quests hat. Das hier ist eine Brutstätte oder... Ach, ein Ofen. So ein Backofen, das ist ja süß. Cassandra, die hat für uns auch später nochmal eine Quest. Hier können wir reingehen, können uns das Haus von Rian anscheinend angucken mit ihrem riesigen Traumbett, wo sie uns vielleicht reinziehen will, weil wir ja der Swinger des Deichselarms sind. Hier haben wir das Feuer von Rian, was in einem Iglu ist, welches nicht schmilzt. Das ergibt keinen Sinn, das ist Schwachsinn. Nun gehen wir weiter nach links und finden hier unseren riesigen Deichselarm, den wir ja schon mal entdeckt haben. Klicken ihn nochmal an. Es ist ein gigantischer Deichselarm, kaum vorstellbar, dass ihn jemand bla bla bla. Hier haben wir wieder den Pinguin, den wir schon, ich glaube, 5 Mal im Spiel getroffen haben. Diesmal nur spiegelverkehrt. Interessanter Pinguin. Eine... Sind das Raketen oder riesige Schriftrollen? Ich weiß es nicht. Wir gehen mal in die Bibliothek hinein. Dort finden wir... Aha, da geht's weiter in die Bibliothek. Na, mal gucken, wo wir hier hinkommen.
vielleicht ein geheimes Gebiet entdeckt, wo es... Moment. Noch weiter... Das Haus war ganz klein. Wo komme ich hier jetzt hin? Hallo, was ist das? Eine riesige Schriftrolle. Kann ich die anklicken? Nein. Kann ich die kaputt machen? Nein. Hm. Gehen wir wieder raus. Toll. Zeit verschwendet. Sind die anderen überhaupt noch da? Mhm. Ja. Yeah. Okay, gut, gut, gut. Ich wollte es nur wissen. Ihr müsst ja nicht gleich alle reden. So. Hä? Nein. Nein. Bitte, redet. Ist es Stress? Willst du kämpfen? Ja. So. Jetzt gehen wir hier also weiter nach links, wieder durch die Ebene, wo wir schon mal waren, wo nix ist, kein Gegner, kein nix. Also da wollte ich mal kurz was anmerken, das ist nicht als Lob gedacht, wenn das wilde Kämpfen meint. Ja, das ist. An einem bestimmten. Das ist eher als lachhaft zu bezeichnen. Ich finde es gut, dass du das, ja, das musste mal gesagt werden. Ja, weil ich gesehen habe, dass einige denken, dass das positiv wäre. Als Hommage, dass wir es als Hommage gedacht haben. Nee, aber so ist es absolut nicht gemeint. Das ist das Gegenteil. Er ist ein Spaß. So, und hier haben wir Puo, unseren Ausbildungspinguin. Und unser kleiner Ausbildungspinguin hat, ja, sieht ein bisschen älter aus als alle anderen Pinguine und hat genau wie wir einen Deichselarm in der Hand. Und hat eine Quest für uns. Ah, hallo, ich hab schon auf dich gewartet. Willkommen. Es ist wunderbar, endlich den wahren Helden der Meppelwelt zu treffen. Aran. Nun, woher ich weiß, dass du Aran bist? Einfach. Ein Meister wie ich sollte den Konkurrenten nur durch das Beobachten des Auftretens und der Aura einschätzen können. Außerdem ist das nicht ein Deichslam in deiner rechten Hand. Siehst du, ich bin gut in der Problemlösung. 100 Erfahrung. Was ist das für eine fette Schnecke? Keine Ahnung, Dick. Achso, das ist Mano, die Schnecke. Töte sie. Miss. Dann geh weg. Ich habe Geschichten von dir gehört, einen legendären Helden, der keine Erinnerung an die Vergangenheit hat und den Fertigkeiten beraubt, die dich in erster Linie zu einem Helden gemacht haben. Aber Hilfe ist unterwegs. Ich habe die Fertigkeiten der legendären Helden in den letzten 50 Jahren erforscht. Boah, so ein alter Pinguin. Darauf warten, dass dieser Moment kommt. Ich werde mein Bestes geben, um dir bei deinem Training zu helfen. Hier werden wir die ganze Zeit von so einem kleinen, dummen Fussel attackiert. Ey, bevor ich hier sterbe, oh mein Gott. Aber zuvor musst du erst einmal lernen, wie du deine Statuspunkte verteilst. Ja, hab ich doch schon. Weißt du, wie man das macht? Drücke S, um das Statusfenster zu öffnen. Dann klicke auf die Kategorie, auf die du deine Statuspunkte verteilen willst. Aran, da du ein Krieger bist, der den Deichselarm schwingt, würde ich dir vorschlagen, deine Statuspunkte auf Stärke zu konzentrieren und ab und zu etwas Dex, Geschicklichkeit, einzustreuen. Wenn du dir nicht sicher bist, wie du deine Statuspunkte am besten verteilen sollst, drücke einfach auf automatische Zuordnung. Das wird dir automatisch deine Statuspunkte verteilen. Nun, wenn du damit fertig bist, deine Statuspunkte zu verteilen, lass es mich wissen. Dann beginnt das richtige Training. So, jetzt besiegen wir hier diesen kleinen dummen Fussel, der uns die ganze Zeit attackiert hat. Verdammt, ich hätte hier sterben können durchs Vorlesen. So, du auch. Kann ich mich hier nirgendwo richtig hinstellen? Ich kann mich hier nirgendwo sicher hinstellen. Das heißt, die attackieren mich die ganze Zeit. Zieh doch nichts ab, Spiel. Junge. 6 HP und ich lese ungefähr eine halbe Stunde vor. Du musst schneller liegen. So, hier haben wir nämlich... Okay, warte, ich mach's mal für die Dummen. Können wir S drücken? Das ist dann hier unser Statusfenster. Oder wir können einfach hier unten links auf Leistung drücken. Da haben wir dasselbe. So, unsere Leistung haben wir Stärke und Dex. Auf Int legen wir nichts drauf und auf Luck auch nichts. Ich habe schon mal meine ersten Punkte verteilt und werde auch weiterhin alle meine Punkte in Stärke legen. Das empfehle ich euch, die ihr zuhört und das nachmachen wollt, wenn ihr neu angefangen habt, nicht. Das hat einen ganz einfachen Grund. Ich habe dieses Spiel schon ein bisschen länger gespielt, habe ein paar Items, die gut sind, wenn man Dexless, also wenn man ohne Dex trainiert. Aber ihr braucht Dex, um Monster zu treffen. Und wenn ihr nicht die richtigen Ausrüstungsteile habt, dann werdet ihr nur mit Stärke-Bild ziemlich schnell zugrunde gehen. Ich nicht, deswegen packe ich alles weiter auf Stärke. Der Vorteil, wenn man nur auf Stärke packt, ist, man ist stärker. Ja, fertig, so einfach ist das. Ja, Puo, okay, reden wir weiter. Oh, hallo, ich habe schon auf dich gewartet. Ich habe die historischen Aufzeichnungen über die Helden von wie auch immer studiert und habe mich besonders auf ihre Fertigkeiten konzentriert. Ich bin sicher gegangen, nichts auszulassen, als ich die Fertigkeiten erforscht habe. Letzten Endes bin ich auf die Schlussfolgerung gekommen, dass die Helden, als sie noch Anfänger waren, dadurch trainiert haben, dass sie gegen die Schleime gekämpft haben. Natürlich. Schleime. Das sind diese verwüstenden, transparenten Monster, die aus dieser klebrigen Flüssigkeit bestehen.
Ihren Körper mir dem Deichselarm zu durchstechen, kann eine schwere Aufgabe sein. Mir den Deichselarm, nicht mit, heißt es. Gott, die haben so viel Rechtschreibfehler wie Mr. Möhr. So ähnlich wie ein Ei mit einem Felsen zu zerbrechen. Moment. Wie ein Ei mit einem Felsen zu zerbrechen, naja. Moment, oder war es andersrum? Ein Felsen mit einer Gurke zerschlagen? Ein Hühnchen, das ein Felsblock ist? Ha! 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 Oh, Fips Asmussen. Die Witze in der Altstadt, ey. Die Witze. Alle so eine Hamburger Aktionskomiker, super. Wie dem auch sei, ich glaube, Schleime sind grundlegend für dein Training, wenn du darauf hinarbeitest, deine heldenhafte Form zurückzuerlangen. Schleime zu beseitigen wird Wunder wirken. Mach dich nun auf den Weg und versuche dich an den 30 Schleimen.